Es war jüdisches Pfingstfest und die Freunde von Jesus feierten zusammen. Plötzlich kam vom Himmel ein gewaltiges Brausen und etwas, das wie Feuerzungen aussah, setzte sich auf jeden. Alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt. God is wonderful. He sent us Jesus. He's going to save us. He's going to set us free. Schau, das sind doch Jesu Freunde. Was reden die da? Wie geht das denn? Thaddäus spricht meine Muttersprache fließend. Der und Jakobus sind doch noch nie aus Galiläa rausgekommen. Ja, ja. Ich glaube, die Schlawiner haben ausgenutzt, dass ihr Meister nicht mehr da ist und haben zu viel Wein getrunken. Moment! Ich höre jetzt auch, dass Thomas meine Sprache spricht. Also von dem weiß ich, dass er da normalerweise kein Wort versteht. Es muss was Besonderes passiert sein. Hör zu, sie sind nicht betrunken. Jesus ist weg, das stimmt. Er ist gekreuzigt worden. Aber das gehörte zu Gottes Plan. Jesus sitzt jetzt im Himmel an Gottes Seite. Er hat die Gabe des Heiligen Geistes empfangen und an uns weitergegeben. Jesus war klasse. Ich will auch so sein wie er. Was sollen wir jetzt tun? Hört um! Lasst euch auf den Namen von Jesus taufen und auch ihr bekommt den Heiligen Geist. Ja, bin dabei. Dass aus mir nochmal ein aufrichtiger Mensch wird, hey ja, ich lass mich taufen. Vielen gefiel, was Petrus da sagte. Sie ließen sich taufen und bald gab es mehr als 3000 Menschen, die fest an Jesus glaubten.